So, mal kurzer Zwischenstand. Der Rahmen ist jetzt erstmal notdürftig eingebaut. Den habe ich ja weiß gestrichen, also angeschliffen gestrichen. Draußen steht die Tür dafür. Das wird hier zugemacht mit einem Balken und verputzt. Hier ist alles noch grob verspachtelt, grob verspachtelt. Ja, aber Nico war heute da und hat diese Wand verspachtelt und die hier, und zwar mit Gage unten drunter. Hier sieht man es noch. Also vom Aufbau her ist das jetzt sozusagen, das ist die Verspachtelung, das ist der Grobputz, das da ist der Feinputz, und dann käme ja entweder Lehmfarbe drauf oder ein weißer Lehmputz, und ich habe mich für einen weißen Lehmputz entschieden. Und das ist sozusagen jetzt an dieser Wand, ist sozusagen jetzt dieser Grobputz dran. Vorher hat sein Sohn hier hinten alles mit den ganzen Lehm ausgespachtelt, also den Riss, der da drin war, richtig ausgespachtelt. Vorher haben wir noch die Metall-U-Stücke reingesetzt, dass da kein Riss mehr entstehen kann. Und deswegen hat das auch. Oh, Hilfe! Ja, das wird. Also die Ecken werden sowieso nicht gerade, sondern die werden so rund geputzt. Das habe ich auch in meinem ersten Haus gehabt. Das sieht zum Schluss unglaublich schön aus. Also das geht eher so aufs Unterbewusstsein, ja. Das sieht man dann nicht mehr. Hier sieht man es noch mal so wunderbar. Auf der linken Seite ist gespachtelt, auf der rechten Seite ist jetzt sozusagen der erste Lehmputz drauf mit der Gage unten drunter. Ist eine richtig harte Arbeit. Also der Lehm wird schnell hart, und die Gage da rein zu drücken, man muss die immer wieder nass machen. Ja, hier sind auch alle Risse ausgestopft worden. Also für mich sieht das ganz toll aus, ja. Ich finde es traumhaft schön. Aber also in diesem Monat wird dann nichts mehr weiter. Der macht morgen wahrscheinlich noch. Jetzt muss ich mal überlegen. Vielleicht hier drüben weiter und dort. Und dann ist eigentlich schon Schluss. Vielleicht schafft er da hinten noch was. Da müssen wir ein bisschen aufräumen hier, weil ich ja dann arbeite, und dann habe ich keine Zeit mehr für solche schönen Sachen. Und später ist dann erst hier, da oben kommt dann das Rohr rein für den Schornstein. Da will ich hier sozusagen hier lang so ein Schornsteinrohr machen, und hier kommt ein kleiner Ofen rein. Ja, aber trotzdem Heizung, ne? Also ringsherum Heizrohre, dass die Wände immer schön trocken werden. Also langsam sieht es schon gut aus, muss ich sagen. Ich bin sehr zufrieden. Aber es ist eben wirklich eine harte Arbeit. Also im Grunde genommen hat er jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 5,5 Lagen geschafft in 6 Stunden. Na, das ist schon gut. Da zwischendurch hat er ja auch noch Lehm gemischt und Sand geholt. Und ja, ich habe hier schon mal ein bisschen was in die Tür wieder eingebaut. Also sind noch 1000 Schritte zu machen. Langweilig ist es hier nicht, ne? Kostet einfach alles, und die Tür kommt dann da rein. Und die ist aber auf der anderen Seite zum Zimmer hin dann dunkelbraun. Ach, kann ich jetzt nicht zeigen. Und die werde ich dann auf der anderen Seite weiß machen. So wie ich auch die. Sieht man das? Ja. So wie ich auch den Rahmen weiß gemacht habe. Aber jetzt nicht mehr. Mein rechter Arm ist kaputt.